Liebe Zuschauer, in diesem Video schauen wir uns das Grand Viking Hotel in Kemer Antalya an. Wir hatten bei unserem Urlaub eine Suite gebucht, die wirklich super geschnitten war. Es gab reichhaltig Platz und zwei Schlafgelegenheiten, die für Familien ideal sind. Die Zimmer sind rauchfrei und es gibt einen kleinen Balkon, von dem aus man einen tollen Ausblick auf die Berge von Kemer hat. Zudem gibt es ein großes Badezimmer mit einer Dusche. Die Anlage ist im Gegensatz zu anderen Hotels in der Türkei eher klein und übersichtlich gestaltet. Es gibt einen Swimmingpool mit Wasserrutsche und eine Poolbar, an der man seine Getränke genießen kann. Außerdem gibt es neben der Poolbar ein kleines Häuschen, wo man zu gewissen Zeiten türkische Snacks bekommt. Das Frühstück ist sehr reichhaltig und in Buffetform gestaltet. Es gibt viel Salat und Käse sowie warme Snacks wie Würstchen und Eier. Man kann sich aber auch Spiegeleier braten lassen, wenn man das möchte. Wurst ist natürlich aus Rind oder Geflügel, wie es in der Türkei so üblich ist. Das Abendessen ist ebenfalls sehr abwechslungsreich. Man hat immer eine Auswahl aus 4 einheimischen Gerichten und diversen Beilagen. Außerdem wird im Außenbereich auch jeden Abend gegrillt, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Unser persönliches Highlight war der türkische Abend. Man erlebte aufgrund der lustigen Bauchtanzdame eine sehr unterhaltsame Animation, die sehr lustig war. Alles in allem waren wir mit dem Service der Hotelrezeption und der Küche des Hotels sowie den Zimmern sehr zufrieden. Es gibt jedoch ein paar Kritikpunkte, die wir nicht unerwähnt lassen dürfen. Erstens, das Hotel ist sehr abgelegen und bis zum Ortskern muss man 15 Minuten laufen. Es gibt aber auch einen hoteleigenen Shuttle-Service, der einen zum hoteleigenen Strand oder Ortskern einmal pro Stunde fährt. Außerdem hat man die Möglichkeit, ein kleines E-Motorrad zu mieten, was ultra viel Spaß macht und einem hilft, den Ort zu erkunden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 6 Euro pro Stunde. Zweitens, wenn man einen Safe benötigt, muss man ihn mieten, was natürlich vollkommen normal ist. Allerdings befinden sich die Safes in der Hotellobby, was für uns eher befremdlich war und sich umständlich gestaltet. Drittens, die Lautstärke des Hotels ist schon sehr, sehr grenzwertig. Ruhe sucht man hier vergebens. Auf der Pool-Innenseite läuft den gesamten Tag bis spät in den Abend, teilweise bis 23 Uhr Musik. Das sollte man auf jeden Fall wissen und Ohrenstöpsel einpacken. Außerdem ist die Schallisolierung in den Zimmern gleich null. Man wird nachts wach, wenn Leute abreisen und die Koffer über den gefliesten Gang rollen. Viertens, quasi nur russische Gäste. Das sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man dieses Hotel bucht, aber das ist ja auch mittlerweile in der Türkei vollkommen normal. Fünftens, WLAN ist auf dem Zimmer kostenpflichtig, in der Lobby jedoch kostenlos. Das gilt auch für den Poolbereich. Die Internetverbindung ist trotz vieler Gäste absolut in Ordnung. Alles in allem waren wir aber für einen Kurztrip mit dem Hotel und dem Service sehr zufrieden und würden es weiterhin empfehlen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr hier schon mal Urlaub gemacht oder würdet ihr dieses Hotel gerne buchen? Habt ihr vielleicht noch andere Hotels, die ihr gerne empfehlen würdet? Schreibt uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf euer Feedback und sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.